Liebe Zuschauer, heute darf ich Sie ganz herzlich auf Klagemauer TV zu unserem Themenblock Gender und Frühsexualisierung begrüßen. Wenn laut Experten wegen der Übersexualisierung unserer Gesellschaft zwei 13-jährige Schweizer Jungen ein 5-jähriges Mädchen vergewaltigen und den 7-jährigen Bruder zum Zuschauen zwingen. Wenn 8-, 10- bis 11-jährige Schüler und Schülerinnen in einem deutschen Gymnasium während dem Sexualunterricht kollabieren und 6 von ihnen notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Wenn eine Rektorin ein Mädchen einer deutschen 4. Grundschulklasse, das den Sexualunterricht nicht besuchen möchte, gewaltsam, aber erfolglos ins Klassenzimmer zerren will, das Mädchen die Stunde dann im Lehrerzimmer verbringt und die Eltern in Erzwingungshaft kommen, weil sie das Bußgeld fürs Fernbleiben vom Unterricht nicht zahlen. Wenn Kinder aufatmen, wenn der Sexualunterricht endlich vorbei ist. Spätestens dann läuten alle Alarmglocken und man muss sich die Frage stellen, wer will eigentlich diesen obligatorischen Sexualunterricht und wem soll er nützen? Der nachfolgende Themenblock zeigt einige Hintergründe auf. Also bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr zu diesem brisanten Thema. Hiermit übergebe ich an meine Kollegen im Studio Darmstadt. Auf Wiedersehen. Gender Mainstreaming, etwas, was viele gar nicht kennen, obwohl die Ideologie bereits fest etabliert ist. Zu diesem Thema, liebe Zuschauer, begrüße ich Sie heute aus dem Studio Darmstadt. Der Begriff Gender Mainstreaming hat seinen Ursprung in der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Dort beschloss man, die Gender-Theorien in den Mainstream, das meint also in die Mitte der Gesellschaft, zu holen. Dies trotz Widerstand vieler Frauen aus ärmeren Mitgliedsländern der Vereinten Nationen, die sich lieber mit den tatsächlichen Problemen der Frauen in ihren Ländern beschäftigt hätten. Obwohl die neue Gender-Ideologie in Politik und Universität fest etabliert ist, arbeitet sie doch im Verborgenen, denn viele kennen noch nicht einmal den Begriff Gender. Keiner von den vielen Faktoren, die heute zu Veränderungen führen, zielen strategisch auf die Wurzel des Menschen, auf seine Identität als Mann und Frau. Doch die Gender-Ideologen wollen den Menschen von der Zwangseinteilung in Mann und Frau befreien. Sie wollen die Möglichkeit schaffen, dass der Mensch nicht nur aus zwei Geschlechtern wie bisher männlich und weiblich, sondern aus einer Vielzahl von Gendern, das meint Geschlechtern, wählen kann. Sie fordern die rechtliche und soziale Gleichstellung, ja Privilegierung aller nicht-heterosexuellen Lebensformen. Sie bekämpfen Heterosexualität als soziale Norm. Sie sexualisieren Kinder und Jugendliche durch Sexunterricht als Pflichtfach. Sie fordern die Abtreibung als Menschenrecht und streben nach zunehmender Auflösung von Ehe und Familie. Sie wollen die Begriffe Vater und Mutter abschaffen und durch Eltern 1 und 2 ersetzen. Viele Kulturen sind aufgrund moralischen Verfalls untergegangen. Dass aber der moralische Verfall heute politisch und kulturell erzwungen wird, das ist neu. Doch, liebe Zuschauer, genau darüber lohnt es sich, tiefer nachzudenken. Deshalb bleiben Sie dran mit uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier aus dem Studio Nürnberg. Wussten Sie, dass Gender Mainstreaming wissenschaftlich widerlegt wurde? In einer empirischen Langzeitstudie wollte der Anthropologe Melford Spiro belegen, dass eine neue Kultur einen neuen Menschen schaffen kann. Zu diesem Zweck beobachtete er die Kibbutzbewegung in Israel. Die Kibbutzbewegung ist ein Zusammenschluss von Menschen in israelischen Dörfern, die ihr gesellschaftliches Leben und Arbeiten selber organisieren. 1951 war er noch davon überzeugt, dass Unterschiede im Verhalten von Mann und Frau sozial konstruiert seien. Was er 1975 vorfand, hatte ihn dann vom Gegenteil überzeugt. Er erkannte den wesentlichen Einfluss der gegebenen menschlichen Natur auf die Kultur. Somit kam er durch seine langjährigen Beobachtungen zu der Überzeugung, dass wesentliche Geschlechtsunterschiede angeboren sind. Seit 1950 wurde in der israelischen Kibbutzbewegung versucht, sämtliche Unterschiede zwischen Mann und Frau aufzuheben. Die Familien wurden radikal umstrukturiert, sodass die Kinder nicht mehr von den Eltern, sondern von ausgebildeten Pädagogen erzogen und betreut wurden.
In allen Berufen und auf jeder Leitungsebene wurde ein Frauenanteil von 50% durchgesetzt. Doch die in den Kibbuzim geborenen Frauen setzten die Rückkehr zu der natürlichen Lebensweise durch. Die Natur im Menschen, das angeborene Bedürfnis nach Elterlichkeit, war stärker. Heute wird Gleichheit nicht mehr verstanden als alle tun das Gleiche, sondern als jeder tut, was ihm am besten entspricht, bei gleicher Wertschätzung von Verschiedenheit. Die Mütter dürfen am Tag wieder weniger arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder und die Familie zu haben. Obwohl die Kibbutzfrauen seit Kindesalter in den Gender-Theorien erzogen wurden, trieb sie die Natur dennoch dazu an, mit Mut und Kraft dagegen aufzustehen. Wer macht es ihnen nach? Unsere Kinder stehen unter zunehmendem Machteinfluss von Erziehungsdirektionen, Lehrerschaften und neuerdings auch sogenannten Sexualpädagogen von außen. Welchen Quellen genau sind sie eigentlich entsprungen? Wer da sucht, der wird finden. Führende Pädagogen wie Helmut Kentler lehren, dass der gehabte Kinderschutz in Wirklichkeit Kinderfeindlichkeit sei. Er stellt die unglaubliche Behauptung auf: Sex mit Kindern ist kein Mistbauch, sondern ein Kinderrecht. Das Recht des Kindes auf sexuelle Bedürfnisbefriedigung. Wahrer Kinderschutz sei daher der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Hier wird zweifelsfrei Kindsmissbrauch als Erziehung getarnt. Erwachsene sollen mit Kindern über Pornos reden, findet die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Carla Etchenberg. Sie fordert sogar, wie die Schweizer Jungsozialisten, Pornos in den Unterricht der Kinder einzubeziehen. Solchen Forderungen gelte es, findet die Antigenozidbewegung, knallhart und kompromisslos, jetzt und heute noch geltendes Recht entgegenzuhalten. Aus dem Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule vom Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz geht dessen deutliche Zielsetzung mit unseren Kindern hervor. Das Kind ist ein sexuelles Wesen. Grundlage der Sexualpädagogik ist die Definition des Menschen als ein auf Erziehung angewiesenes Sexualwesen. Oder mit anderen Worten, das Bejahen der Kinder und Jugendlichen als sexuelle Wesen. Schon diese erste grundsätzlich sinnverdrehte Schlussfolgerung öffnet doch der Pädophilie Tür und Tor. Denn mit anderen Worten heißt das, solange es dem Kind gefällt, ist alles legitim. Dazu ein Beispiel aus dem Grundlagenpapier und der Homepage des Kompetenzzentrums. Alter 4 bis 5 Jahre. Die Kindergartenstufe wird wie folgt dargestellt. Aktuell sind Doktorspiele, lustvolle Selbsterkennung, Selbststimulation, das meint orgasmusähnliche Reaktionen, Rollenspiele, also Familie auch mit zwei Vätern oder zwei Müttern, sowie Küssen, Geschlechtsverkehr, erotisches Interesse an den Eltern, Zeigelust und genitale Spiele, Erleben erster innigster Freundschaften und Liebesbeziehungen. Daraus ergeben sich folgende Schwerpunkte im Unterricht: A. Körperteile inklusive Geschlechtsorgane benennen, B. Körperspielerisch wahrnehmen, also inklusive sexueller Erregung, C. Freundschaftliche Beziehungen, Grenzen setzen, die eigene Intimsphäre respektieren und auch die der anderen, D. Zeugung, wie der Geschlechtsakt vollzogen wird, dass daraus ein Kind entsteht. Und das mit 4- bis 5-jährigen Kindern. Gleichzeitig arbeiten die pädophilen nahen Jungsozialisten an einem Positionspapier, in dem sie laut Tanja Walliser einen neuen Umgang mit dem Thema Pornografie fordern. Dazu gehört auch, dass bereits 10- bis 12-Jährige im Sexualunterricht Pornos schauen sollen. Zwar löste diese Forderung bei den Schulbehörden zunächst einmal Empörung aus, doch bleibt abzuwarten, wie lange diese Empörung bleibendem Juso-Druck standhält.
Auch im Namen der AIDS-Aufklärung, der Rechte der Kinder oder der sexuellen Orientierung in den Schulen werden derzeit europaweit neue Lehrmittel erarbeitet, die die Frühaufklärung und die Frühsexualisierung der Kinder zum obligatorischen Inhalt machen. Herr Professor Vogt, wie kommt es mit einem Mal zu dieser international verbreiteten Sexualerziehungsideologie? Ist sie von heute auf morgen entstanden? Nein, durchaus nicht. Sie wurde in beharrlichster Kleinarbeit durch den Sexualforscher Alfred C. Kinsey bereits seit 1939 in den USA, wo denn sonst, eingeführt. Alfred Kinsey wurde ja, wenn ich mich recht erinnere, immer wieder als der wichtigste Sexualforscher des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Sehen Sie das auch so? Als den wichtigsten Sexualforscher würde ich ihn, auf die Gründe kommen wir dazu sprechen, in der Tat nicht würdigen. Gewiss aber als den einflussreichsten Faktor der sogenannten gesellschaftlich-sexuellen Meinungsbildung. Es fußen immerhin fast sämtliche neueren Sexualerziehungsprogramme auf den Werken von Kinsey. Die Kinsey-Biografie des Historikers James Jones belegt, dass der Sexualforscher Kinsey seinem homosexuellen und sadomasochistischen Treiben insgeheim freien Lauf ließ. Aus diesem Kinsey-Report geht hervor, dass er als junger Pfadfinderführer seine voyeuristischen und exhibitionistischen Neigungen hemmungslos auslebte. Nachdem Kinsey mit tiefem Hass sein christliches Elternhaus verlassen hatte, sammelte er Mitarbeiter um sich, um das Sexualverhalten von Menschen, vor allem aber minderjährigen Kindern, wissenschaftlich zu erforschen. Jeder seiner Mitarbeiter hatte sein sexuelles Leben und sein Verhalten komplett offenzulegen. Und in einem geheimen Zimmer seines Hauses veranstaltete Kinsey regelmäßige Gruppensexspiele mit seinen Mitarbeitern und ausgewählten Gästen. Und selbst seine eigene Frau zwang er dabei, mitzumachen. Kinsey ließ homosexuelle, heterosexuelle und sadomasochistische Szenen von einem professionellen Kamerateam filmen. Trotz krankmachendem Druck machten seine Mitarbeiter mit, weil sie um ihre Karriere fürchteten. Angestellt waren bei Kinsey Menschen wie zum Beispiel Clyde Martin, der als Statistiker allerdings keinerlei fachliche Ausbildung besaß. Dennoch war er für die statistische Analyse sämtlicher Daten verantwortlich. Finanziert wurde das Ganze auch noch von der jüdischen Rockefeller Stiftung. Fast alle heutigen Sexualerziehungsprogramme beziehen sich direkt oder indirekt auf Kinsey. Es wird Zeit, dass sich unsere Gesellschaft endlich von Kinsey und seiner kriminellen Grundlagenforschung verabschiedet und sich den missbrauchten Opfern statt den triebgesteuerten Tätern zuwendet. Was Alfred C. Kinsey normalen Kindersex nannte, war nichts anderes als sexuelle Folter an Kindern. Kinsey hatte ein leidenschaftliches und perverses Interesse an der Orgasmusfähigkeit, vor allem von Minderjährigen, das heißt von vorpubertären Jungen ohne Samenerguss. Und aufgrund der Forschungen Judith Reismanns entstand der erschütternde Dokumentarfilm The Children of Table 34, jener berühmten Tabelle 34, der zum Schutz der Kinderopfer grauenvollste Details enthüllte. In engster Zusammenarbeit mit Mr. Green, vom BBC-Team als Rex King entlarvt, einem Serienvergewaltiger, der mehr als 800 Jungen und Mädchen sexuell missbraucht hatte, kam es zu dieser teuflischen Tabelle 34. In ihr listete Kinsey Daten zur Orgasmusfähigkeit von nicht weniger als 317 männlichen Säuglingen und Kindern auf. Prozent der Kindlein im Alter zwischen 2 und 12 Monaten, also mindestens ca. 270 bis 300 dazu missbrauchte Säuglinge, sollen zum Höhepunkt gelangt sein, so Kinsey. Und dann das noch Unfassbarere. Kinsey beklagte in einem Atemzug, dass es etliche Präadoleszente, also vorpubertäre Kinder gibt, die den Höhepunkt selbst unter anhaltender, verschiedener und wiederholter Stimulation nicht erreichten. Solche Ergebnisse konnten einzig und allein durch massivste Menschenrechtsverletzung in Form von rücksichtslos sexueller Nötigung zustande kommen. Doch dies war erst der Anfang. Kinsey und seine Beobachter, das meint jetzt die Kinderschänder, waren vor allem auf multiple Orgasmen aus.
So finden sich Kindlein im Alter zwischen 5 Monaten und 14 Jahren aufgelistet, die über 24 Stunden hinweg sogenannt beobachtet wurden. Auf diesem Weg wurden bei 11-monatigen Säuglingen nicht weniger als 14 Orgasmen in 38 Minuten, bei 2-jährigen Kleinkindern 7 Orgasmen in 9 Minuten erzwungen. Angesichts dieser perversen Kinderfolterungen und alles auch noch im Namen der Grundlagenforschung kann man sich nur noch Augen und Ohren zuhalten und zumindest jetzt die Justiz auf den Plan rufen. Warum wurden diese Täter nicht längst wegen schwerstkrimineller Pädophilie verurteilt?